Hi Leute und zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein absolut großes Chaos vor mir. Das ist so groß, dass ich es euch nicht zeigen werde. Also erstmal nicht, vielleicht gleich. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Bock darauf habt, dass ich euch so ein bisschen mitnehme und euch so zeige, wie ich alles neu umstelle, neu dekoriere. Und einige hatten da Bock drauf. Ich war gestern bei IKEA. Dort habe ich mir ein bisschen was gekauft, kann ich euch gleich mal zeigen, weil es einfach nicht mehr so weitergeht. Mein Zimmer platzt aus allen Nähten. Ich habe so verdammt viel Zeug und auch so viel Zeug, was unnötig ist. Ich habe schon so oft aussortiert, wirklich schon so oft. Und ich muss immer wieder aussortieren, weil, okay, das ist jetzt Beschweren auf hohem Niveau, aber ich gehe halt auf sehr viele Events und da kriegt man immer Schminke und so geschenkt. Oder auch hier, ich bekomme zu Hause ganz viel zugeschickt. Mittlerweile ist es schon so, dass wenn mich eine Firma anschreibt, dass ich meistens dann sage, dass ich, dass es lieb ist, aber dass ich kein Interesse habe, weil ich einfach nicht weiß, wohin mit dem Zeug. Genau. Und deshalb werden auch einige Verlosungen jetzt in Zukunft kommen. Gerade läuft, warte mal, das Video kommt Donnerstag online. Gerade läuft noch eine Verlosung auf meinem Instagram-Account. Ich heiße dort CCLiciousYT. Dort könnt ihr noch teilnehmen. Und zwar habt ihr noch bis morgen Zeit. Am Donnerstag kommt dieses Video online und am Freitag endet die Verlosung. Also falls ihr Bock habt, schaut auf Instagram. Ich verlinke euch mal direkt das Foto in der Infobox. Und dann könnt ihr da teilnehmen, aber es werden in Zukunft eh noch einige kommen. So, okay, ich laber nicht mehr groß drum rum. Oh mein Gott, hier sieht es aus überall. Meine Schwester wird gleich übrigens auch dazu kommen, sie wieder so ein bisschen hilft. Und viele von euch wünschen sich jetzt immer, dass meine Schwester auch in den Videos mit ist. Andere finden es nicht so cool. Das ist halt einfach meine Schwester, die gehört zu meinem Leben dazu, genauso wie meine Eltern. Aber die zeige ich jetzt nicht so präsent auf YouTube. Aber meine Schwester ist einfach auch gerne in meinen Videos und einige sehen es halt gern, also warum nicht? Also, oh, jetzt setze ich direkt vor der Softbox. Das Licht ist jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall habe ich mir diese Kommode hier gekauft. Die hat 4 Schubladen. Das ist, glaube ich, die Malmkommode vom IKEA. Ja, ich habe mir noch passend... Moment, ich drehe euch mal. Ich habe mir passend diese Einlegeböden hier geholt. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich kann es euch mal in die Infobox schreiben, wenn ich den Kassenzettel noch finde. auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wofür die eigentlich gedacht sind. Ich denke mal für Büro oder so. Hier habe ich aber jetzt ein bisschen Schminke reingetan. Diese Schublade hier habe ich jetzt noch vor mir. Da sind noch einzelne Lidschatten drin und das sind meistens alles eigentlich Sachen, die ich gar nicht benutze. Weil ganz im Ernst, wenn ich mich mit Lidschatten schminke, was sowieso selten ist, dann gehe ich nicht mal an diese kleinen Paletten, sondern nur an die großen. Weiß ich nicht, da ist halt sowas dabei wie BH Cosmetics und sowas. Und das benutze ich halt einfach gern, weil ich auch mich auf diese Lidschatten verlassen kann, weil ich weiß, dass die auch halten. Und das hier sind alles so, ich weiß nicht, Glitty finde ich zum Beispiel richtig, richtig schön. Da greift voll mit dem Fingernagel rein. Aber das ist halt so ein schöner Lidschatten und ich check halt einfach gar nicht, warum ich sowas nicht benutze. Und da habe ich so viel von hier drin. Oder auch hier von Essence. Ich finde das Packaging, ich habe den nicht mal ausgepackt, aber der sieht so süß aus. Die sind auch voll schön. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die mal häufiger benutzen, aber ich weiß nicht, wie ich mir das angewöhnen soll. Am besten nicht in meine Kommode stellen, was ich jetzt machen werde, sondern einfach auf dem Schminktisch, ne? Aber generell schminke ich mich nicht so gern mit Lidschatten. Das hier kannst du benutzen für deine Haare. Was dann werden die ein bisschen grau. Muss Wimperndings? Machen wir das wie Shampoo drauf. Mhm. Ich würde aufhören, da in meinen Müll rumzuwühlen. Die hat immer noch die Hoffnung, dass die da irgendwas benutzen kann. Den finde ich geil. Hast du den nochmal für mich so? Das ist die Kommode, also die Schublade, in der vorher die Schminke drin war. Ein bisschen dreckig. Hier ist so ein Foto von einem Event. Das war die Glow. Da war meine Schwester dabei. Weil willst du das hier haben? Komm mal her. Da ist Niki drauf. Selina. Wie heißt der Typ nochmal? Der Typ nochmal, der da drauf ist. Weiß ich nicht. Jona, glaube ich. Ja, und meine Schwester. Und Mi. Willst du mir eventuell mal behilflich sein? Was hast du gemacht? Wie siehst du aus? Meine Falten hier will ich mal, weil ich mal so anbemerken und deswegen sind meine richtigen Snatched Eyebrows. Boah, der Wing da dran, der ist wirklich scharf. Oh, hier sind auch noch Wimperntuschen. Seht ihr meine schöne Schlafanzugshose? Ist die nicht geil? Hier ist doch Mickey Mouse. Ah! Umgefallen mit der ganzen Schminke.
Da wäre ich doch bis zu ihrer Morgen noch nicht fertig. Stimmt, ich mach bis immer deine Kamera. Ja, auch. Oh, hier ist auch noch eine Wimperntusche. Mann! Und Eyeliner. Du bist müde, glaube ich. Ich glaube, du musst ins Bett. Ab ins Bett! Hilfe! Tja! Schnell von da hier rein und dann melde ich mich dann wieder. Hey Freunde und back zu einem neuen Tag. Ich wollte gestern eigentlich noch filmen, aber ich hatte heute Morgen einen Termin und es war gestern schon so spät und deswegen dachte ich, ich filme einfach heute noch ein bisschen weiter. Ich bin gestern nicht viel weiter gekommen. Meine Schwester ist auch gerade nicht da. Die ist in ihrem Zimmer. Die kam eben von der Schule. Die ist super müde. Meine Haare sind heute on fleek total. Bei uns hat es geschneit und ich freue mich voll darüber, weil ich weiß, dass der Schnee liegen bleiben wird, weil morgen soll es aufschneien. Und das war dieses Jahr, beziehungsweise auch 2018, also im Dezember, noch gar nicht der Fall bei uns hier in meiner Stadt. Ich weiß nicht, wann ich euch gestern das letzte Mal geupdatet habe. Das ist die obere Schublade. Ich habe hier mein Make-up reingemacht. Ja, also es ist ein bisschen eng, muss ich sagen. Deshalb muss ich mir nochmal hier diese Einlegeböden holen bei Ikea und ja, die zweite Schublade, das dann so ein bisschen aufteilen, weil so passt ja auch wieder nichts rein. Also das einzige Fach, wo noch ein bisschen was reinpasst, ist das hier. Das Wimpernfach platzt auch schon auseinander, deswegen muss ich mir dann nochmal so Dinger holen. Ansonsten die zweite Schublade, da habe ich jetzt noch das hier, aber da will ich auch so andere Aufbewahrungsdinger. Ich sag die ganze Zeit Dinger. Hier habe ich so Pflegezeug und sowas und meine ganzen Masken, die ich vielleicht endlich mal benutzen sollte, weil ich glaube, die laufen auch irgendwann ab. Und hier habe ich einfach so ein paar Gesichtsprodukte. In der dritten Schublade habe ich dann alles rund ums Thema Haare. Also so Trockenshampoo und sowas und Masken. Und hier habe ich Nagellacke. Und hier sind auch noch Haarpflegeprodukte. Da ist noch eine Haarfarbe. Und mir fällt gerade auf, dass das hier gar nicht da reingehört, sondern hier oben, weil das sind meine Tagescremes. So Leute, ich dachte, es ist eventuell mal Zeit für ein kleines Update. Also ich bin schon ein bisschen weitergekommen, aber meine Motivation liegt mittlerweile bei 0,0%. Meine Schwester ist auch nicht hier, die wollte mir eigentlich komplett helfen. Ist so ein bisschen anders halt gelaufen. Ich bin tatsächlich mit der Kommode fertig. Also ich habe sie komplett eingeräumt. Das zeige ich euch jetzt nicht noch ein drittes Mal. Aber sie ist jetzt fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich das so stehen lasse. Ich habe halt einfach hier meine Schminkpaletten reingemacht und so ein paar Make-up-Produkte, die ich zurzeit nicht benutze, die ich aber trotzdem noch gern benutze. Und die haben halt einfach nicht hier reingepasst. Da hinten habe ich super viel Papier. Das muss ich alles runterbringen. Vielleicht werfe ich es auch einfach aus dem Fenster. Ich habe gar keinen Bock, das alles runterzuschleppen. Super, meine Mutter hat mich jetzt in meinem Vorhaben... Oh, ich bin auch super fokussiert in meinem... Aber es ist auch nicht schlimm, weil ich sehe scheiße aus. Dreimal dürft ihr raten, was die Gute von mir wollte. Einkaufen. Meine Lieblingsleidenschaft. Gucken wir mal, was meine Schwester macht. Na, Sestra? Was geht ab? Nichts bei dir. Wofür machst du dich ready? Musikalis. Super viel Concealer. Das habe ich vergessen, gell? Ja, das stand da unten drin. Schaut mal, mein Lieblingsparfüm ist leer. Ich habe noch eine große Flasche.
Könntest du noch mal was Spektakuläres in meinem Vlog beitragen, weil die Leute möchten dich bestimmt öfter noch mal sehen. Was denn? Was soll ich sagen? Hast du Talente? Hanna! Okay, lassen wir das. Schau mal! Hallöchen! Na, alles gut bei euch? Was? Ich hab meine Schuhe oben gelassen. Schau mal. Ciao. Oh, der geht so gerne in den Schnee. Sieh, sieh. Mhm. Unser Hund. Was hast du gesagt? Wie du was? Bing, bing, bing. Der fühlt sich bestimmt bedrängt von mir. Spielst du es nie? Du komm! Komm! Aber bitte nicht fallen! Bitte nicht fallen! Dieser Matschschnee ist natürlich eklig. I'm back at it again. Ich musste die Kamera leider laden, deswegen konnte ich euch leider nicht filmen, wie ich das Essen gemacht habe. Wir haben Frikadellen gegessen. Ach, ich kann nicht mehr. Es geht jetzt hier weiter im Chaos. Mittlerweile ist es schon wieder 8:30. Meine Frisur, boah, amazing. Ich bin so pretty einfach. Ich halte mich gern so hier in der Ecke auf, weil hier ist es schon fertig. Aber egal, ich glaube, das wird so der langweiligste Vlog auf diesem Kanal hier. Aber das muss zur Abwechslung auch mal sein, oder? Fress. Nee, nochmal. Das schneidest du aber raus, ne? Das schneidest du eh nicht raus, aber das musst du rausschneiden. Fresse alle Rapper. Lecker, lecker. Die Mama hat gesagt, die Musik macht dich richtig aggressiv. Und dann habe ich extra noch lauter gemacht. Welche Musik? Kann man mal kurz hier anmachen? Ja. Nur ganz kurz so. Ich mache euch ein bisschen Party in Stimmung. Ich habe Million Dollars mal. Haben unser DSDS-Video gesperrt. Warum? RTL hat es gesperrt. Ah, mein Nagel! Ich habe Million Dollars mal. Ja, okay. Willst du das dann so haben, so ein Armbandset? Oh, yes. Dann zeige ich das jetzt einfach nochmal. Also, auf ein neues. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Den Schminktisch so hier hingestellt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich zeige euch mal einen kleinen Einblick darin. Oder willst du dazu noch ein Video machen? Ja. So sieht es hier aus. Und den Inhalt erfahrt ihr im Video. Habe ich eh schon gezeigt im Vlog, glaube ich. Ja, und hier auf jeden Fall, hier hat sie sich so einen Tisch von Ikea geholt, so eine Pflanze von Ikea. Überbedunkelt bin. Überbedunkelt, nennt man das so? Wie heißt das? Hä? Hä? Wie heißt das? Überbedunkelt? Nee. Überbedunkelt. Hey, nein, aber es ist dunkel. Ja, jetzt dunkel einfach. Ja, warum gibt es denn überbelichtet? Ich kann nicht mehr, Leute. Mir tut wirklich alles weh. Aber ich bin eigentlich so gut wie fertig. Also ich muss noch alles fegen. Also nochmal richtig, ich habe so grob gefegt. Und den Müll rausbringen. Ich habe so viel Pappe von den ganzen neuen Sachen. Aber sonst bin ich eigentlich fertig. Endlich. Ich kann auch nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Mir tut alles weh. Jetzt gehe ich gleich duschen, dann schneide ich dieses Video hier. Und dann gehe ich schlafen, weil morgen früh habe ich einen Termin. Ach so, und ich wollte das noch auffüllen. Da mache ich gleich noch Wasser und Öl rein. Aber ich schmeiße jetzt erstmal meine Pappe aus dem Fenster. Ich habe gar keinen Bock, 300 mal runterzurennen. Also werfe ich alles raus und laufe nur einmal. Scheint rein zu sein. Ich schneide schon wieder. Okay, ich mach das jetzt mal. Oha, ich sag, was ich gemacht habe. Ich kann nicht mehr. Ich kacke auf mich. Ich
gehe jetzt mal schnell runter, bevor mein Nachbar das Chaos da unten sieht. Also Leute, I'm done, ich bin endlich fertig. Ich werde jetzt dieses Video direkt schneiden. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat, auch wenn er ein bisschen unspektakulär war. Und wenn ich die ganze Zeit ungeschminkt war, I'm sorry. Nee, am Anfang war ich geschminkt, ne? wir sehen uns dann am Sonntag im Video wieder. Ich weiß noch nicht, was kommen wird. Vielleicht was mit meiner Schwester, vielleicht ein neuer Taylor Love Story. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Danke fürs Zusehen. Bye.